Wir machen uns jetzt auf zum Strand. So, einen schönen guten Morgen. Wir machen uns jetzt auf zum Strand. Machen ganz entspannten heute. Mal schauen, wo man Plätzchen finden. Das sind alles diese Bezahlstrände. Den Schirm haben wir vergessen, fällt mir gerade ein. Was ist denn mit dem, Jenny? Dann müssen wir einen Bezahlstrand nehmen, aber das sind 20 oder 25 Euro. Teuer. Sandschirm. Für den ganzen Tag. Vielleicht gibt es auch einen Halbtagesrabatt. Müssen wir mal schauen, wo wir was finden. Okay. Oh, das sind Tomatenpflanzen, habe ich gerade gesehen. Scheint auch gut aus. Wer weiß, was unsere Tomaten machen, ob es denen gut geht, Jenny. Zu Hause. Okay. Gut. Dann mal schauen, was der Tag heute so bringt. So, heute ist Markttag. Sah gut aus, oder? Frisches Gemüse, frisches Obst, Käse. Wir haben immer noch keinen Strand gefunden. Aber wir suchen was fürs Kind, wo es ein bisschen flach reingeht. Da vorne an den Stränden stand immer was von 1,60 Meter. Also da geht es relativ steil rein. Das hatten wir gestern auch schon. Da ist nicht viel mit weit reinlaufen. Aber wir schauen mal, ob wir noch was finden. Und vor allem auch nicht für 40 Euro. Okay, ihr Lieben. Wir haben jetzt einen Strand gefunden. 15 Euro Schirm und Liege in der zweiten Reihe. Allerdings waren die anderen, hier gibt es nichts anderes ohne Schirm und Liege. Und wir waren an anderen, da waren wir bei 34 Euro die erste Reihe, 33 die zweite Reihe. Oder auch 35 Euro. Gigantisch. Aber man ist regelrecht gezwungen, hier was mit Liege zu nehmen, weil es gibt nichts anderes. Wir gehen jetzt ins Wasser. So, ihr Lieben, wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Wir holen uns jetzt noch was zum Abendbrot. Mal schauen, was wir kochen. Hier gibt es feine kleine Läden. Es war heute auch Markt, was ihr da gesehen habt. Da wird jetzt natürlich zu haben. Auf jeden Fall wollen wir noch was Frisches einkaufen. Wir werden noch was kochen. War es auch schon mit dem Tag. Morgen werden wir wahrscheinlich nochmal hierher baden fahren. Oder laufen, besser gesagt. Nehmen wir allerdings selber einen Schirm mit. Das geht wohl an dem Strand. Und dann müssen wir mal sehen. So, ihr Lieben, Abendbrot. Jetzt gibt es halt Bruschetta. Selbst gemacht. Wir waren ein paar kleine Mädchen in der Stadt einkaufen. Wir haben super leckere Sachen. Und das muss nicht schmecken. Erstmal muss ich aber zubereiten. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the... So, ihr Lieben, wir sitzen am Strand. Ich habe mich heute noch gar nicht gemeldet.
aber auch nichts Besonderes. Wir machen heute nochmal einen Badetag, diesmal einen kostenlosen Strand. Und wir lassen uns jetzt mal überraschen, wie es heute so verläuft. Wir waren einkaufen, wir gehen nochmal einkaufen, wir wollen heute frische Nudeln holen. Und dann werden wir selber ein bisschen Bolognese machen. Das holen wir hier beim Fleischer, bei so einem kleinen örtlichen Laden, die Nudeln, selbstgemachte, frische Pasta, nennt man es hier. Und ja, das zeigen wir euch auch nochmal. Okay, dann bis später. So, ihr Lieben, der vierte Tag im Schatten hat die Kühlbox jetzt eigentlich der Batterie das Leben gekostet. Wir mussten jetzt in die Sonne fahren, mal ein bisschen zum Laden, weil wir stehen nach vorne komplett im Schatten. Und fast den ganzen Tag, ja, wie gesagt, jetzt müssen wir mal laden, aber wir gucken jetzt mal, was wir jetzt hier drin haben. Und zwar, es lädt sogar immer noch, allerdings mit 0,2 Ampere und gucken wir mal, was es gibt. Holla, die Waldfee. Also immerhin in einer Stunde hat es jetzt 3 Amperestunden gebracht. Das ist schon mal, ja, also nicht mal eine Stunde. Jetzt fahren wir vor, jetzt machen wir Essen. Das war die, muss schon mal nachgucken. Vor 4% noch, yeah. Ja, mit Bolognese so. So, Knoblauch, Zwiebeln, Tomate. Und dann kommt das Hack rein. Das haben wir heute frisch geholt. Und wir haben diese, wie heißen die, Jenny? Was haben wir? Wie heißen diese Nudeln, diese Pasta, die wir geholt haben? Torfinho? Torfinho? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken nochmal nach. Wir haben eine, doch, ich habe das vor uns drauf. So, wie ihr seht, alles in Papiertüte. Und total klasse. Das Hack, das kommt gleich hinein. Packen wir hier mal aus. Das haben wir beim Fleischer frisch geholt. Oh. Bitte mal ein Cooking Tutorial. Wir kochen Bolognese. Also die typischen Nudeln heißen Trophy und sind gedrehte Nudeln aus Hartweizengrieß und Wasser. Sie sind besonders in Genua bekannt und wurden gegen Ende des 18. Jahrhunderts erfunden. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head under my bed. Und Jenny, schmeckt's dir? Machen wir mal kurz. Nee. Nein. Warum? Ich dachte, du bist jetzt Apache. Weißt du, unten? Ja.